ihr Lieben, wir werden heute unsere erste Mahlzeit von HelloFresh kochen. Und zwar gibt es mediterrane Rindfleischburger. Hier sind die ganzen Zutaten. Selbstverständlich war alles in dem Paket drin. Und ja, Marius wird kochen und ich werde zuschauen. Hier sind die einzelnen Schritte, wie wir vorgehen müssen. So, als erstes müssen wir wohl die Kartoffeln vierteln. Marius hat die vorher gewaschen. Schälen müssen wir die nicht. So, die Kartoffeln sind alle geviertelt. Nun müssen wir die würzen. Dafür brauchen wir eine halbe Gewürzmischung von HelloFresh. Und man muss selber nochmal Salz, Pfeffer und Olivenöl dazugeben. So, und jetzt kommen die Kartoffelticken für ca. 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Und in der Zeit bereiten wir unsere Burger vor. Hackfleisch wird ebenfalls mit Salz, Pfeffer und der Gewürzmischung von HelloFresh gewürzt. Und jetzt muss es einfach alles zu zwei Burger Patties verrührt werden. So, der Marius bereitet die Burger Patty Presse, damit wir ja gleichmäßige Burger Patties haben. In der Zeit heizt die Pfanne schon mal vor. Und wir sehen unsere. Während der Marius die Zucchini schneidet, kommen die Burger Patties noch kurz in den Kühlschrank. Als nächstes wird die Knoblauchzehe klein geschnitten. Wir haben auch schon die Zucchini und Paprika gewaschen. Da ich eine Paprika-Unverträglichkeit habe, wird der Marius die Paprika ganz zum Schluss für sich reinmachen. Die Pfanne ist vorgeheizt, jetzt kommt Öl dazu und Knoblauch, was wir eben klein gehackt haben. In der Zwischenzeit werde ich schon mal den Salat klein schneiden.
jetzt kommen die Burger Patties an die Reihe. Jetzt wird Zucchini mit dem Salat zusammen verrührt zu einem Antipasti. Das ist jetzt meine Portion ohne Paprika. Und dann kann es auch schon auf dem Teller angerichtet werden. Lassen wir für unsere Burger, damit belegen wir unsere Burger. Wir machen es hier mit Paprika und ich habe halt nur meinen Salat. Und weil wir gerne Zwiebel auf unserem Burger haben und die aber nicht im Rezept mit drauf sind, werden wir jetzt separat eine Zwiebel von uns nehmen und damit unser Burger belegen. Jetzt müssen die Brötchen aufgeschnitten werden. Und dann nur noch auf die heiße Pfanne mal kurz draufgelegt werden. Und dann kann auch alles schon belegt werden und gegessen. Jetzt werden die Burger Patties noch mit Mayo und Ketchup beschmiert. Ketchup und Mayo gab es natürlich selbstverständlich mit in dem Paket. Und so sehen die fertigen Burger aus, mit den Kartoffelecken und Antipasti dazu. Das ist Marius sein Burger mit Paprika und noch mehr Zwiebel. Und wie ihr sehen könnt, habe ich sogar noch eine kleine Portion Beilage für morgen. Also das kann ich dann mit an die Arbeit nehmen, weil ich finde, diese beiden Portionen reichen vollkommen für uns aus. Und ja, ein Ketchup ist auch noch übrig geblieben. Insgesamt waren zwei Packungen da und wir haben jetzt ein bisschen länger wie eine halbe Stunde gebraucht, aber es lag auch daran, dass wir jetzt gefilmt haben. Marius, würdest du bitte aufhören mit dem Licht? Danke. Und ich würde sagen, wir werden es uns jetzt schmecken lassen.